Grüße, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, da schaut auf der Suche nach meinem Namen. Mein Name ist Justus Köln, ich kann euch einfach sagen, ich kann euch einfach sagen, ich fahre gleich her, den Roller jetzt. Zu Kirmes. Schauen wir mal, Tankvoll. Das Jahr ist fast leer. Schaffen wir jetzt noch bis zur Tankstelle, zur Tankstelle? Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Wir fahren mit dem Roller, ein Sportroller, danach ist Suzuki, das Modell Cantana, der Schwert, ja 50 Kubik, also 49 Kubik oder 50 Kubik, 95 Cantana-Roller, mit 9, ist auch kein Fall. Das ist, glaube ich, glaube ich. Und ich fahre jetzt mit dem Roller zur Kirmes, ich möchte gerne zu 13 Uhr da sein. Weil von 13 Uhr bis 14 Uhr ist heute der Start. Und da ist das auch ein billiges Angebot, 1,90 €. Aber jeweils, das Ticket ist auch kein Platz, kein Fahrplatz da. Aber mit dem Roller fühlt man schon einfach ein Blödchen. Tja, letztens war das schon hier. Auch so ein Challenge, ja? Wie weit kommen wir mit dem? Ja, der Roller ist vom Baujahr 2000, ein Vorbesitzer und hat 10.743 Kühe drauf. Baujahr 2000. Der Roller heißt Christoph. Ausgewendet was schieben zur Tankstelle, Tankstelle war weit. Naja, es hat leer geworden. Der Wind hat da nicht so gute Start, hat er wahrscheinlich verdampft, das Benzin und keine Ahnung. Dann gleich bei der Chat-Tankstelle, so bloß. Ja, gutes Wort, gutes Wort, Roller. Bus. Ja, ich habe schon davor einen Bus. Ja, ich kann wieder beginnen. Es geht gleich hoch. Jetzt gehe ich wieder runter. Aber das ist auch grün. Fällt ein Schall, das ist in Sichtweite. Juhu! Aber ja, das ist so Vollgas, wir sind gleich runter. Mit der Reserve haben wir es geschafft bis hierher, aber was hat er bis hier? Auf Reserve. Gleich zur Tankstelle. Ist doch los. Ist doch los. Oh. Juhu! Es schafft. Was war das? Was die Maus. So, fertig. Fertig getankt. Thank you.
soll. Ja. Das ist frei. Gut. Los geht die Fahrt. Auf zu Kremlis. Tank ist voll. Super bloß getankt habe ich. Weil es einfach wichtig ist. Ich habe viel mit dem Fahrzeug. Hab, glaube ich, 5 oder 6 Liter getankt. 10 Euro was gezahlt. Aktuell ist er verbrennt und wir bleiben da drauf wieder. Also die Handbremse fühlt sich auf und ist verbrennt dann. Gemacht worden, selbst gemacht, neue Belege, eingestellt. Holle ist 24 Jahre alt. Alles auf den Einteiler. Sehr viele rote Ampeln. Ja, wir haben ein Skateboard. Skateboardfahrer. Skateboard. Wollen wir fahren? Yes! Das ist immer, was man Kraft hat. Neuer Sprit. Neue Power. Ein Superfluss von der Jet-Tankstelle unterwegs. Und jetzt zackt der rote Ampel, oder? Ach, jetzt ist er drin. Alles ab, die Fußgänger. Okay, das ist jetzt kommt noch keiner. Und gut. Jetzt gehen wir links rüber, wo der Lärmschutzbereich ist, mit 30 km/h, früher 50 km/h. Auch einfach mal der Unfall. Auch da. Irgendwelche. Hier ist Lärmschutz. Oh.
unter der großen Normalampel ist die kleine süße Fahrradampel. Die Fahrradampel ist was süß. Die Fahrradampel ist echt niedrig für kleine Ampel. Da haben wir die Löwenbrücke, die Feste Marienberg von Keppeler, den Fluss Main und die 30 Kammer. Die wollen doch hier machen, dass die zwei Spuren wegkommen, von einer Spur und alle für Fahrräder. Nur für Fahrräder. Alter. Das heißt, so hat ich will alle mal was wissen. Und dann wissen. Da drüben links ist einfach Toilette. Wenn die offen ist. So, da ist durch. Juhu! Grün! Das sieht aus wie eine Brücke, die Hälfte war. Eigentlich wollte ich hier zwei Spuren, aber die haben halt das Fahrstreifen wieder weggemacht. Und das ist eine schöne alte Rheinbrücke. Schöne, coole alte Rheinbrücke. Jetzt fühlt sich natürlich warm an, weil die Sonne scheint. Wenn die komische Sonne scheint, fühlt sich warm an. Wenn die Sonne weg ist, dann ist es wieder schaffen gekommen, ist es kälter. Ich habe gleich eine Freiflight-Medic, Rutschbüro an. Und unten drunter habe ich eine Jacke an. Und unten drunter Jacke habe ich ein T-Shirt an. Eine schöne warme Jacke von der Arbeit. Warum kann ich so rumfahren? Und ich kann nur das Kapuzenpullover tragen, weil ich so einen Roller fahre. Und der Roller fährt eh 45, 50 km/h. Also, da macht es der Wind auch nicht kaputt. Und ein bisschen, wenn ich immer noch fehl, aber beim Quad, das sind 80 km/h, 90, 100 km/h bis 160 km/h. Und das, der Wind reißt alle Klamotten. Das macht die Klamotten kaputt. Da reißt sie weg. Keine Ahnung, wie es ist. Ja, ich immer. Vorne ist auch wieder ein Öffnungstunnel rechts, da gibt es auch wieder zwei Parkplätze. Da wird wahrscheinlich gar nicht getroffen. Alle Leute, das wurde gefahren worden. Die Kirmes beginnt ja schon jetzt. Juhu! Oh, das Kaufhalle. Aber ich hatte das auch, glaube ich, jetzt nicht. Das heißt, voll sein. Ah, Mittwoch will ich fahren, Mittwoch mit Kumpel. Mittwoch will ich mit Kumpel fahren, heute mal durchlaufen. Einmal so durchlaufen, dann einmal live durchlaufen. Also Kumpel ist interessanter, Mittwoch ist billiger. Mittwoch kostet alles nur die Hälfte. Jetzt kostet 1,99, aber muss da viel anstellen, das kommen alle her. Das Rüssel läuft auch schon. Oh. Extremo. Ja, extrem. Wahnsinn, das ist voll. Wahnsinn. Das kann ich so fahren, das ist zu voll. Und Pampers kriegst du auch nicht, und wenn du hier falsch parkst, kommen die in die Straße, du hast schon gesehen.
natürlich im Radplatz schon. Kitzelland Radplatz. Voll. Ja. Da ist echt was frei. Solange der Mercedes so also hier kommst du raus. Herrlich, den Platz gefunden. Herrlich. So. Lauf aber nicht so viel, ne? Der erste Weg kriegst du. Ja. Boah, viel los. Wahnsinn. Was können wir? Und da steht der Roller. Da sieht man neues Kennzeichen drauf. Letztes Jahr war schwarz, dieses Jahr ist es blau. Wie sein Lied von Schwarz auch blau. Und da Radio Gong gesagt, da in der Bayern. Heute war ja Radio Gong verkauft auf Tag der offenen Tür oder sowas. Jetzt fahre ich wieder nach Hause und werde das mich doch fertig machen und das wieder bearbeiten und dann fertig machen. Handy habe ich leider vergessen. Ich hoffe, es ist zu Hause. Nicht, dass ich verloren hätte. Ey. Ich verloren hätte, wäre scheiße. Aber wo dann? Ich war nicht hier unterwegs. Hier liegt er nicht. So. Das ist Parkplatz ist hier fast gar nichts mehr. Roller, ja. Roller findet immer was hier. Oh, ich muss den Koffer richtig zumachen. Ich hab's nicht richtig zugemacht. Das rasselt. So. Platz frei. Ja, gut, Zeit. Das ist auch nicht gut, wenn wir dann die rausholen. Ich schaue noch mal kurz nach, wie ich das verloren hatte, als offen war. Das Fach war ja offen, aber ich habe nichts verloren. Naja, nichts. Gut. Oh nein, jetzt will ich fahren wieder. Dann bist du auf. Akkus auch an. Gut. Ding läuft. Wir haben auch schönes Wetter. Sonne scheint. Das Festzelt. Ja, das ist gerade noch was mehr. Also, wo ich sage, kann man parken machen bei Nauden Parkplatz. Das andere war klar, weil das Geld kostet. Haha, der andere Parkplatz unten am Main ist hier Talwerke, da kostet ja auch Geld, aber da ist alles voll. Ich muss halt hier rüber. Kommt, kommt, kommt.
Das ist alles voll. Ja, breit deinen Zwang. Ja, kannst du das so? Ja. Hast geht ab. Noch frei. Weil Licht war. Erst geht's wieder nach Hause. Ja, ich glaube, ich hier ein. Also, es war sehr viel los. Also, fahren nicht möglich. Ey, da musst du längst eine Stunde anstellen oder sowas. Und dann ist das Preis wieder vorbei. 1,90, da war extrem viel los. Was ist da los da vorne? Ist da ein Parkplatz oder was? Da ist schon wieder eine. Da kriegt er keinen Parkplatz mehr. Da kriegt er keinen Parkplatz mehr. Gut, durch. Fahr mal durch. Mit Vollgas, mit Bordgeschwindigkeit. Das ist schon schön, oder? So, das ist die Löwenbrücke. Und dann müssen wir rüber. Ich geb schon Vollgas. Wir sind ja mit 45 Kilo. Wir sind wie zwei Japaner wahrscheinlich. Die Japaner wiegen gar nichts, sind nicht groß, sind nicht wirklich nichts, weil ich so 50 Kilo oder 60 Kilo. Wir sind mehr als die zwei Japaner ausgerechnet für den Roller. Anhalten, stopp, bremsen, bremsen, bremsen. Jetzt wurden wir rüber. Ja, das ist auch so komisch jetzt gemacht, oder? Was ist das so? Das ist da rüber oder da rüber? Ey, da. Fahren wir jetzt gerade aus. Die Spuren schaut auch schon hier aus. Ist auch die Straße so gerade. Viele von den LKWs eingedrückt. Also Spuren schon. Aber der Roller fährt erstmal super. Also, getankt und super weiter. Und es grün. Ja, das erste Kochen ist halt. Das erste Gang kommt, das ist so lang, dann kommt im zweiten Gang, dann kann er Power. Dann merkst du schon. Oh, blinken. Der Fahrschule hat auch gesagt, dass man mit so einem Schild kommen darf, blinken, dass die anderen wissen, dass man auch blinken soll.
auf der Brücke, auf der Löwenbrücke und Lüttichbrücke. Das ist ja gut, das ist gut. Ja, hier ist das schön, da kann man den Main sehen und die alles ist und hier die Normalen und die Festung und die Löwenbrücke und die alte Mainbrücke. Und geht ihr auf die Kirmes hin, könnt ihr schreiben, wenn ihr hingeht, was ihr fahren wollt hier. Wenn ihr Frühjahrsvolksfest, Würzburg 2024. Könnt ihr schreiben, was ihr wollt, ob ihr hingeht und was ihr fahrt. Da kommt Fußgänger. Geht mal hin. Gucken, von der Winkel. Gut. Okay, wenn wir rübergehen. Ja, das ist nämlich die gute Ampel. Ich kann es schaffen, rüberzukommen. Ich habe gar keine Ahnung, was los ist. Aber die Leute schon abreden, ne? Ich fahre gleich nach Hause. Oh, schönes Auto. Jetzt gar Vollgas. Gleich Vollgas wohin. Wie der Brand ist. Juhu. Ja, es ist schön, jetzt rechts am Main, vorne am Main lang. Wir haben hier vorne eine rote Ampel gehabt. Eine rote Welle, jetzt eine grüne Welle. Also ich sehe viele so die Autos, so sind, ne, Peugeot 207, CC Cabrio, die komische Boston, haben viele mit anderen Kennzeichen, sogar Witzen, ganz viele. Das ist auch nicht öfters. Also komische halt, wenn du das Auto siehst, dann denkst du, der Kumpel ist da, und dann siehst du auf Kennzeichen oder doch nicht. Das Auto-Modell in der Farbe wäre. Ich habe schon mal eine Rolle unterwegs war, habe ich gesehen irgendwo, und, dass da ein Bild gefahren. Und da hat jemand einen Bildschirmunfall gehabt mit so einem Auto. Bildunfall. Jetzt sehen wir, wunderbar. Also das Auto von Insel, gut, ist das. Das Auto, wo er hat, habe ich schon mal gefahren. Also ich habe es nicht selber gekannt, sondern mein Vater hat sowas besitzt, aber ich habe es mal gefahren. So. Hab's fahren dürfen. Man kann auch fahren dürfen. Und zwar nur 7 normalen, mit normalen Version fahren dürfen. Da hab ich sogar angeguckt, ich hab grad eine Ankupplung. Den 207, wo ich gefahren habe, mal, der war eine Ankupplung mit Diesel, HDI. Eine Ankupplung. Aber den hat er damals mein Vater mal bekommen von jemandem. Hat er mal kurz hergelassen, Bremse gemacht, TÜV. Und hat er so verkauft. Dazu gegeben hat, da war das, ja, das hat das so eine Tochter gehabt, Anfängerin oder sowas. Und dann hat er noch ein neues Auto, das so. Muss da hinten wirklich eine Ankupplung, neue Rücklicht gemacht werden oder was. Lebensstand einfach Rücklicht oder sowas, anders Rücklicht. Heißt das, was rüber, wenn ich rüber möchte? Okay, wir dann fahren. Ah, kalt. Ich hab's Handy nicht verloren, das wäre scheiße. Aber warum? Das ist voll langsam. Bei der Fahrt? Ich hab gar nichts mitgenommen. Ich hab's auch nicht live gemacht. Ich konnte nicht live machen, weil keine gewartet. Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, wie groß es ist. Ich hab nur auf. Scheiße. Und welche Fans, also unsere Zuschauer, Junge wollen welche, Kinder wollen welche, ja, Leute grüßen. Ich sag, klar, kein Problem. Grüß kann. Ich werde die angehabt. Aber ich ziehe mich um. Jetzt sowas geht später nicht auf die Kirmes nochmal und dann nach der Disco. Das geht gar nicht. Jetzt geht's am Berg hoch. Ich gucke auf die Straße drauf. Oder kann da mal geblitzt wird oder ein Gutzeiter vorne steht bei der Baustelle, bei einem Baufilm oder so was da und die dann rauszahlen. Wenn du schnell fahren bist oder rein nach Gebieten volle abends. Wenn die nur Party ist, dann machen sie auch da mit Kontrolle und den Alkohol. Also hier ist der Laune, ist der Glas, wirklich Feuer. Ja, mit Vollgas voraus. Da hat, glaube ich, mal ein Zimmer gestanden. Ich bin mal im Sommer hier mit Roller gefahren. Da war da vorne ein Unfall gewesen. Da ist ein Audi-Fahrer auf dem Motorradfahrer drauf gefahren. Da war da hinten. Der wollte, glaube ich, irgendwo abbiegen und das andere hat mich nicht gesehen, dann ist drauf gefahren.
Weil der Autofahrer ist auf dem Motorrad abgefahren. Der Motorrad ist vorbei vorhin und der Autofahrer ist direkt drauf. Irgendwie war es das gewesen. Ne? Ich hab's halt gerade gesehen, hab angehalten und dann hab ich halt geholfen. Wie gut ich konnte. Bis die Polizei oder der Feuerwehr mich gesagt hat, du kannst gehen. Zur Beruhigung habe ich geholfen. Zur Beruhigung ist das auch alles nicht schlimm oder kann. Sowas. Zur Beruhigung bloß. Weil wenn man Unfall hat, dann ist man hat dann so einen Schock und so was. Dann kann man nicht beruhigen. Das ist das. Ich sage, ich helfe, wo ich helfen kann. Wenn ich sehe, einer braucht Hilfe, ich sehe das und denke, die brauchen Hilfe, gehe ich da. So gut wie ich kann einfach. Ich bin immer hilfsbereit und nett. Habe ja auch hier einmal, da hat es mal hier so viel geschneit. Da war da irgendwo hier einer, ist an den Graben gefahren mit seinen Leihwagen von dem Schwiegervater, dem Mini Cooper. Und da kam er raus wie Schnee. Da habe ich auch gesagt, ich kann da nicht rausziehen und helfen. Also, ich habe den dann zur nächsten Bauern gefragt, ob man den Bauern rausziehen kann. Da haben wir zum Bauern gefahren, haben den Bauern Zeit zurückgeholt und hingefahren. Und haben den, und die Bauern haben der hat so lange geholfen, dass die Bauern sagen, das kann es gehen. Weil die Bauern konnten, die haben andere gehabt noch von Auto reparieren. Oder auch Kühlwerk gebucht worden, die konnten noch, ja, die waren wieder aus der Werkstatt. Die ALCs haben, ALC, können rausschleppen, Traktor und reparieren. Ich habe dann zum gesagt, komm, ich fahre zum Bauern. Ich habe dann noch eine Rastik gehabt, fahre zum Bauern und den Bauern daher und dann wieder zurück und her. Und dann, bis der ARC kommt, wenn der kommt, es kann dauern. Wenn der kommt, dann ist es dann überlassen worden. Ah, hier, Thomas Keller schon da, auch mal Blitzer. Ich wollte die Polizei mal rausgucken. Da waren voll coole Motorräder. Ja. Mein Quad, den Kommandanten gerade das Sitz neu bezogen. Wenn er neu bezogen ist, dann gibt es wieder neue Fahrvideos mit Quad. Das erste Mal April, 13. April, glaube ich, ist Samstag. Da war ich früh los. Ich bin dann 7 Tage in der Bayerischen Wald Urlaub. Im Bogenweiß Hotel. Hat 3 Sterne und eine Google-Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Halbpension heißt Frühstück, Abendessen, Getränke. Für 6,40 Euro pro Person, Doppelzimmer, 1 Person, Doppelzimmer. Haben sogar Sauna. Die Google-Bewertungen sind sehr, sehr, sehr gut. Ich habe das auch Geheimtrick. Das heißt, Aktivbuchgrenz zum Aber ist genau im Bogenwald, Zentrum vom Bayerischen Wald. Bogenwald hat gesagt, ich will es nicht im Bogenwald, aber Aber. Dann hat er gesagt, oh, das ist echt gut. Ja, das war das dann, jetzt ist dieses Reisebüro. Dieses Reisebüro, ich habe gedacht, ich brauche ein Reisebüro. Ein Reisebüro habe ich gegoogelt und Google nach Würzburg geguckt und Würzburg hat das Google mir das empfohlen, das Reisebüro. Und da fand ich dann, okay, hey, das ist dem, wo das für das Theater, wo das Theaterplatz, wo der Theater ist, wo früher ein Popplatz war, jetzt ein Park ist und auch da ist. Und da ist auch ein Imbissbude und neben der anderen Seite ein Imbissbude, aber draußen ist auch so ein großes Clubschiff-Hotel. Das ist die Trinne und das sind halt da, wo du voranrufst, das Frauen, aber die machen alles top, top, top. Super, super Reisebüro, kann ich sagen. Klasse. Was er uns gegeben hat, das Hotel, ist sogar billiger als die Pension. Und da haben wir schon mal da Urlaub gemacht haben, Pension. Ja, ist eine Pension, da was wir Urlaub gemacht haben. Pension Zillerbauer. War auch am Boden, ich frage, was kostet, die haben wir aber mehr verlangt. Für 7 Nächte. Ohne Getränke. Ohne das Getränke. Und die haben mehr verlangt dann. Das Hotel. Wir haben ein Zimmer, soll eine der Küche sein, sowas, oder sogar Wasserkocher, oh, Sauna, keine Ahnung, was mehr ist. Aber es ist gut, das ist durch einen kleinen Wasserfall von kleinen Abersee Wasserfall, wie da geht's. Dazwischen das und den Silberberg. Im Boden was. Wunderschöne Stelle. Ich muss jetzt was ackern und sag dann ja auch, wie das soll. Das war die Fahrt mit dem Roller. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen hoffentlich uns auf der Kirmes. Ich wünsche euch auch viel Spaß bei Kirmes und ein schönes Wochenende und einen guten Start neue Woche. Egal ob Arbeit oder Schule, bleibt es irgendwas auf sich auf. Klar, alle dann gerne auf meine Videos Leute grüßen. Von jung bis alt und dürfen auch mit das Unternehmen treffen. Von jung bis alt, egal wie es schlecht und gar nicht und sowas. Bis zum Game Over, over now. Ciao, ciao. Bye.